Unterstützung in Gelb, ein Zeichen der Solidarität für Soldaten im Einsatz. Köln, Roncalliplatz. Hier möchte der Verein Support German Troops zusammen mit anderen Verbänden auf die Nöte deutscher Soldaten im Afghanistan-Einsatz aufmerksam machen. Ziel ist es, eine menschliche gelbe Schleife als Zeichen der Solidarität zu bilden. Viele Teilnehmer, die via Internet vorab von der Aktion erfahren haben, sind selbst Reservisten oder aktive Soldaten. Ich bin Feldwebel bei der Luftwaffe. Ich finde es eine gute Aktion, habe von dieser Aktion auch schon von den Amerikanern gehört und möchte einfach meine Kameraden im Einsatz und diese Aktion auch unterstützen. Ich finde halt einfach generell, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen für unsere Soldaten, die im Einsatz sind, die für unser Land da unten sind, die nicht da sind, weil sie selber entschieden haben, sondern weil es dein Auftrag ist. Und da finde ich, ist das das absolut Richtigste, wenn man da ein Zeichen setzt, an die denkt und sagt, wir stehen hinter euch, egal was passiert. Zudem sollen noch möglichst viele Passanten mobilisiert werden. Doch es gestaltet sich als schwierig, diese dafür zu interessieren. Das Problem ist, dass die Menschen nicht sofort erkennen, dass wir nicht politisch irgendwie organisiert sind. Wir wollen nicht für oder gegen den Einsatz, sondern wir wollen die Solidarität beweisen für die Soldaten und Soldatinnen im Einsatz, die momentan fern der Heimat sind, fern von ihren Familien, von ihren Vätern, von ihren Müttern, von ihren Kindern. Und das ist schwierig in kurzen Statements rüberzubringen. Wer noch gelbes Zubehör benötigt, kann dies am Verkaufsstand erwerben. Dem Veranstalter ist das Gelingen des Projekts ein besonderes Anliegen. Wir erhoffen uns viel Öffentlichkeit, sodass man vielleicht auch den einen oder anderen insgesamt auf unseren Verein aufmerksam macht, dass wir zum einen damit mehr Rückhalt für Soldatinnen und Soldaten insgesamt in der Bevölkerung erreichen kann und vor allem dann auch für weitere Themen, für die wir stehen. Am Nachmittag beginnt die eigentliche Aktion. Anhand von Markierungen und Bändern wird die Form der Schleife vorgegeben. Auch wenn es nicht so viele Teilnehmer wie erhofft sind, kommt die gelbe Schleife zustande. Ja, es hat mich echt gefreut, dass wir dann doch die gelbe Schleife hier in der Größe bilden konnten. Ein bisschen mehr hätte ich mich noch gefreut, wenn wir noch ein paar mehr Passanten hätten überreden können, uns hier vor Ort zu unterstützen. Aber vielleicht haben wir damit trotz allem die Öffentlichkeit erwirkt, die wir erreichen wollten. Und wir können bei der nächsten Aktion auf ein paar mehr Unterstützer noch hoffen. Die Veranstalter wollen in Zukunft weiter daran arbeiten, dass Soldaten, die Leib und Leben riskieren, die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.